Die Spitzen der Europäischen Union haben am Freitag in Kiew ihr symbolträchtiges Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky fortgesetzt. Es fand erstmals in einem Kriegsgebiet statt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel waren unter Hochsicherheitsvorkehrungen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Im Mittelpunkt der Gespräche stand der ukrainische Weg zu einer EU-Mitgliedschaft. Kiew will noch in diesem Jahr Verhandlungen aufnehmen, doch viele Mitgliedstaaten sind klar gegen ein beschleunigtes Verfahren. Die EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin, because Ukraine and the EU, we are family. Beim Thema Sanktionen gegen Russland versprach die Kommission, bis zum ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar ein 10. Paket vorzulegen. Der ukrainische Präsident bedauerte indes, dass einige Mitgliedstaaten sein Land darin nicht immer unterstützen. Ukraine's president, he did mention some rigid timeline and even deadline, saying this is about delivering weapons to Ukraine, specifically long-range weapons. Now, this is something he says that would help Ukraine win, and he said that the European allies and Western allies of Ukraine know exactly what weapons is required to help Ukraine win and to make not just Ukraine, but also Europe safer. Sasha Vakulina, Euronews from Kyiv, Ukraine.